Rechte der Eltern und Verwandten. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, der in seiner würdigen Schrift sagt, und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiedererholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Die Pietät ist ein zusammenfassender Begriff, der alle lobenswerten Angewohnheiten, guten Eigenschaften und gutmütigen Morale beinhaltet, welche das Seelenfrieden vererben, die Liebe verbreiten und die Stabilität der Gesellschaft verwirklichen lassen. Als man dem Propheten Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen nach Pietät fragte, beantwortete der Prophet mit den Worten: Die Pietät ist die gute Moralität. Zweifelsohne verdienen die Eltern die Pietät eines Menschen am meisten. Denn Allah, der Majestät, befiehlt uns an, ihnen gegenüber gütig, pietätvoll und mild zu sein, sowie für sie aus Barmherzigkeit den Flügen der Demut zu senken. Der ehrwürdige Koran und die prophetische Sunna stabilisieren die optimale Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, indem der Erhabene sagt: Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen aber beide oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Pfui und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag: Mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen verdeutlichte, dass in der zweiten Stufe der guten Taten nach dem Pflichtgebet der Elementarsäule der Religion die Pietät gegen die Eltern kommt. Man fragte den Propheten Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen nach der besten Tat bei Allah. Da sagte der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen das Verrichten des Pflichtgebets zu seiner bestimmten Zeit. Dann fragte man, was kommt danach? Der Prophet sagte, die Pietät gegen die Eltern. Man fragte weiter, was kommt danach? Der Prophet sagte, der Dschihad auf dem Wege Allahs. Der Islam erhöht die Rangstufe der Pietät gegen die Eltern, sowie dessen, dass man den Eltern gegenüber gütig ist und um sie kümmert. Dann zeichnete der Islam die Mutter mehr Pietät, Pflege, Fürsorge und Interesse aus. Ein Mann fragte den Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen: O Allahs Gesandter, wem steht es mein gütiges Verhalten am meisten zu? Der Prophet sagte, deine Mutter. Der Mann fragte weiter, und wer danach? Der Prophet sagte, deine Mutter. Der Mann fragte weiter, und wer danach? Der Prophet erwiderte, deine Mutter. Der Mann fragte weiter, und wer kommt danach? Da sagte der Prophet, dann kommt dein Vater. Aisha, möge Allah auf ihr Wohlgefallen finden, überlieferte, dass sie dem Propheten Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen fragte, wem steht es das gute Verhalten einer Frau zu? Er sagte, ihr Ehemann. Sie fragte weiter, und wem steht es das gütige Verhalten eines Mannes zu? Da sagte der Prophet seine Mutter. Kein Wunder. Wem steht es denn die Pietät mehr als die Mutter zu? Wem steht es die Pietät mehr als diejenigen zu, die dich in ihrer Bauch für 9 Monate, aber wie 9 Jahre trug, bei deiner Geburt erduldet, dir ihre Milch säugte, dich mit ihrer Hand bereinigte, dich vorzog, und wenn du krank bist, fühlt sie sich äußerst bedauern und tut es ihr Leid und Weh, so wie wenn man sie zwischen deinem Leben und ihrem Tod vor die Wahl stellt, so wird sie ohne Zögern dein Leben wählen. Wem steht es die Pietät mehr als diejenigen zu, die Pietät gegenüber denen Allah, der Erhabene, anempfiehlt? Im Koran steht, und wir haben dem Menschen anempfohlen,
zu seinen Eltern gütig zu sein. Seine Mutter hat ihn unter Widerwillen getragen und unter Widerwillen zur Welt gebracht. Die Zeit der Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung beträgt 30 Monate. Zur Huld Allahs gegen den anbetenden Diener gehört, dass Allah ihm den Erfolg verleiht, gegen die Eltern im Allgemeinen und gegen die Mutter insbesondere betetvoll zu sein. So, wer dazu recht geleitet wird, der erfreut großartigen Wohl und unvergleichbare Huld Allahs, deren Frucht Erfolg im Diesseits und deren Belohnung Barmherzigkeit, Verzeihung und Rettung im Jenseits ist. Die Pietät gegen die Mutter hat viele Vorzüge und Früchte, sowohl im Dies als auch im Jenseits, wie etwa Befriedigen der Bedarfe, Beseitigung der Bedrängnis und Erhörung der Bittgebete. Es wurde von Ibn Omar, möge Allah auf ihnen beiden Wohlgefallen finden, überliefert, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, der Regen groß strömend auf drei Männer. So flüchteten sie sich zu einer Höhle in einem Berg. Dann fiel ein großer Stein vor den Ausgang der Höhle, so dass der Ausgang geschlossen war. Dann sagte einer von ihnen zu den anderen, welche rechtschaffene Taten habt ihr auf Allahs Weg gemacht, auf dass ihr Allah mit ihnen darum bitten, ihre Bedrängnis zu beseitigen. Da sagte einer von ihnen, O Allah, ich hatte sehr alte Eltern und kleine Kinder, um die ich sorgte. Und als ich zu ihnen zurückkehrte, melkte ich, dann fange ich immer mit meinen Eltern vor meinen Kindern an. Aber an einem Tag kehrte ich spät am Abend zurück, während sie geschlafen waren. Dann melkte ich, wie gewöhnt, und setzte mich neben sie, aber wollte sie nicht wecken, aber mochte gleichzeitig nicht den Kindern vor ihnen die Milch geben, obwohl die Kinder sich vor Hunger bis zur Morgendämmerung krümmten. O Allah, wenn ich dies auf deinem Weg tat, so beseitige unser Bedrängnis. Da erhörte Allah sein Bittgebet und beseitigte ihren Kummer, so dass sie den Himmel sehen konnten. Dann sprach jeder von ihnen mit einer Tat auf Allahs Weg Bittgebet, bis Allah der Majestät ihre Bittgebete erhörte und demzufolge ihre Bedrängnis beseitigte. Eine Gruppe aus dem Jemen kam zu Omar, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden. Dann stellte ihnen Omar die Frage, ist unter euch jemand, der Uwais ibn Amir heißt? Bis er zu Uwais kam und fragte ihn, bist du Uwais ibn Amir? Er erwiderte, ja. Omar fragte wieder, kommst du aus Murad und dann aus Karn? Er sagte ja. Da fragte Omar wieder, leidest du an Weißfleckenkrankheit? Dann wurde sie aber außer einer kleinen Stelle geheilt. Uwais sagte, stimmt. Omar sagte, ist deine Mutter lebendig? Uwais antwortete mit ja. Da sagte Omar, ich hörte den Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagen, Uwais ibn Amir kommt zu euch unter Grube aus dem Jemen, aus Murad und aus Karn. Er leidete an Weißfleckenkrankheit. Dann wurde sie aber außer einer kleinen Stelle geheilt. Seine Mutter ist lebendig und er ist gegen sie betätvoll. Wenn er etwas bei Allah schwört, so erfüllt Allah seinen Eid. So wenn du dazu die Möglichkeit hast, dass er Allah für dich um Vergebung bittet, so tu es. Und nun bitte Allah für mich um Vergebung. Uwais leistete diesem Folge und bat Allah für Omar um Vergebung. Dies weist darauf hin, dass Allah das Bittgebet von Uwais wegen seiner Pietät gegen seine Mutter erhörte. Es wurde von Ka'b ibn Ujza
möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, überliefert, dass ein Mann beim Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, vorbeikam. Dann sahen die Gefährten des Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, von ihm Anstrengung und Aktivität, dermaßen sie sagten, O Allahs Gesandter, wie wäre es, wenn seine Arbeit auf dem Wege Allahs wäre? Da sagte der Prophet, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, wenn er sein Haus verlässt, um für seine kleinen Kinder aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Wenn er sein Haus verlässt, um für seine alten Eltern aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Aisha, möge Allah auf ihr Wohlgefallen finden, überlieferte, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, sagte, ich schlief, dann sah ich mich im Paradies und hörte jemanden zitieren. Ich fragte, wer sei dieser? Man beantwortete, er ist Haritha ibn Nu'man. Dann sagte der Gesandte Allahs, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, so ist die Bietät, so ist die Bietät. Haritha ibn Nu'man war derjenige, der seiner Mutter gegenüber am Bietät vollsten war. So sollen wir unseren Eltern bzw. Vätern und Müttern gegenüber bietätvoll sein. Wir sollen auch davon sicher sein, dass die Bietät und Widerspenstigkeit gegenüber den Eltern eine Schuld ist, die man tilgen muss, sowie dass man die Strafe der Widerspenstigkeit den Eltern gegenüber im Dies vor dem Jenseits sieht. Der Prophet Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, sagte, zwei Sünden, deren Bestrafung Allah beschleunigt, nämlich das Unrecht und die Widerspenstigkeit gegenüber den Eltern. In einem anderen prophetischen Hadith heißt es, in das Paradies kommt nicht derjenige, der gegenüber seinen Eltern widerspenstig ist. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, über die Verpflichtung der Bietät gegen die Eltern, insbesondere gegen die Mutter, sind alle Himmelsreligionen einig. Der Erhabene sagt, und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, dient keinen außer Allah und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Der Erhabene sagt auch, und wir haben dem Menschen seine Eltern anempfohlen. Seine Mutter hat ihn unter wieder erhöhter Schwäche getragen. Und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Der Islam schneidet jedem den Weg, der sich verführen lässt, gegenüber seinen Eltern widerspenstig zu sein. Denn man kann sich einbilden, dass man rechtschaffener als seine Eltern ist und daraufhin sie grob anfährt bzw. schlecht behandelt. So sagen wir zu solchen Menschen, die ehrwürdige Scharia schreibt, die Gütigkeit und Bietät gegenüber den Eltern vor, selbst wenn sie ungläubig sind, damit keiner vorbringt, dass seine Eltern nicht rechtschaffen sind. Der Gepriesene sagt, wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehörche ihnen nicht. Doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um und folge dem Weg dessen, der mir reuig zuwendet. Zu mir wird hierauf eure Rückkehr sein. Da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Asma bint Abi Bakr, möge Allah auf ihnen beiden Wohlgefallen finden, sagte, meine Mutter kam zu mir, als sie zur Zeit des Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, ungläubig war und darauf nicht verzichten wollte. Da bat ich dem Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, um Rat, sagend, O Gesandter Allahs, soll ich zu meiner Mutter gütig sein? Er sagte, ja, sei zu deiner Mutter gütig. So, wenn dich deine Eltern anzuspornen versuchen, Sünde zu begehen bzw. Allah etwas beizugesellen, gehörst du ihnen wohl nicht, aber geh mit ihnen in rechtlicher Weise um
und leiste dem Befehl des Erhabenen Folge. Doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um. Du sollst auch ergreifen, dass dies eine Verpflichtung und keine Gefälligkeit ist, und wenn du diese Pflicht nicht verrichtest, wirst du bestraft. So wie glücklich ist derjenige, der zu seiner Mutter gütig und ihr gegenüber pietätvoll ist. Abdullah ibn Umar, möge Allah auf ihnen beiden Wohlgefallen finden, überlieferte, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, die Zufriedenheit Allahs liegt in der Zufriedenheit der Eltern und der Zorn Allahs liegt im Zorn der Eltern. Und Allah weiß es am besten.